Community, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Wir spielen heute die neue Season Burnt Horizon von Rainbow Six Siege auf den Testservern mit zwei neuen Operatoren, Angriff und Verteidiger. Plus es gibt eine neue Map, die Outback-Map, die wir jetzt gleich austesten. Wenn ihr das Ganze selber ausprobieren wollt, müsst ihr euch einfach die Testserver runterladen. In 200 Wochen sollte das Ganze dann auch für den normalen Server kommen. Es gibt einige Änderungen, unter anderem hat man bei der Ash das ACOG-Visier runtergenommen. Beim Glass ist es so, dass man die Thermaloptik reduziert hat. Das heißt, wenn ihr auf jemanden scoped, seht ihr nicht sofort die ganzen Umrisse, sondern ihr müsst wirklich 1-2 Sekunden warten. Beziehungsweise auf eine Bewegung warten vom Gegner, dann seht ihr die Umrisse. Also man hat den auch genervt. Es gibt jetzt das Pick-and-Bun-System soll kommen. Dann möchte man diesen ganzen toxischen Scheiß aus Rainbow Six rauskriegen. Teamschaden wurde reduziert, beziehungsweise es wird härter bestraft. Ja, und bei Casual könnt ihr jetzt hingehen. Ihr könnt Spots auswählen, plus dass die Zeit auf 3 Minuten 30 gesetzt wurde. Das sind so im Grunde... Das sind die wichtigsten Infos. Ich zeige euch noch ganz kurz eben die neuen Operator. Ich habe die schon ausgerüstet. Da haben wir einmal den Gridlock oder die Gridlock als Attacker. Gridlock hat die Möglichkeit, wie man hier sieht, ja, Fallen zu werfen. Ich zeige euch das gleich im Video. Da könnt ihr Fallen mit auf dem Boden platzieren. Das sind sehr, sehr viele, die sich ausbreiten. Und wenn ihr da reinjumpt, dann kriegt ihr 10% Schaden, beziehungsweise 10 HP Abzug. Also ist nicht schön. Dann gibt es noch Mosey, der kann Drohnen fangen mit einem Netz. Ihr schießt ein paar Dinge auf den Boden, wenn die Drohne reinfährt, wird die gefangen und ihr könnt die kontrollieren. Zeige ich euch auch gleich. Die Waffen sehen folgendermaßen aus. Wir haben einmal hier die F90 plus die M249 Saw. Diese Waffe hat ein Scope, welches an einen Sniper-Scope erinnert. Ja, hier, das seht ihr. Und dieses Scope erinnert mich ein bisschen an das Scope von... wie heißt sie noch? Wie heißt sie noch? Warte. Von Nomad, glaube ich. Nomad. Oder war das von... Von Kite, genau. Von der Pistole. Die Han Solo-Waffe, so wie sie ihn mal nennen. Und hier haben wir noch, habt ihr ja gesehen, Smoke Grenade, eine Breaching Charge, eine STP 9mm und schon eine wunderschöne Shorty. Auf der Seite haben wir ein Loadout mit einer Kommando 9, die hat relativ wenig Rückstoß, wie ich getestet habe, ja. Dann noch die P90 Rony und ja, auch eine Super Shorty und Nitro Handy. Das sind so die Sachen, ja. Achso, hier habt ihr, glaube ich, noch die Wahl, ich zeige euch das mal eben ganz kurz, ein ACOG-Visier drauf zu packen, genau, ja, Quatsch, hier könnt ihr gar kein ACOG-Visier drauf machen, sorry, ich komme gerade ein bisschen durcheinander, warte, Moment, Red Dot ist auch hier, ich zeige euch das mal ganz kurz, hier könnt ihr ein ACOG-Visier drauf machen, warte, hier könnt ihr ein ACOG-Visier drauf machen, hier geht das auch nicht. Hier geht das. Da könnt ihr das ACOG-Visier drauf machen. Mann, bei der F90. Ja. Bei der F90. So. Ja. Und dann würde ich sagen, wir werfen einen Blick auf die neue Map. Die ist auf den Testservern verfügbar. Nicht im finalen Spiel, weil das kommt erst noch. Ja, die testen jetzt und gucken das Community-Feedback. Außerdem gibt es noch zwei neue Playlists, das wollte ich noch ganz kurz sagen. Beziehungsweise eine neue Playlist, aber man hat auch noch was beim Ranked überarbeitet. Beim Ranked ist es so, du musst Level 30 jetzt sein, zumindest steht das hier. Und es gibt jetzt eine Beginners-Playlist, die zeige ich euch mal ganz kurz. Da breche ich mal das Matchmaking nochmal ganz kurz ab. Da geht ihr nämlich, hier auf, zack, Newcomer. Ja, ihr spielt hier den Modus Bomb mit Bank, Consolate und Chalet. Ja, das sind die drei Karten. Und hier seht ihr Level 30. Okay. Wobei, warte mal, ich mach mal Suche abbrechen. Und da. So, da suchen wir mal. Ah, das dauert immer, bis wir ein Match finden. So, Abfahrt. Play Outback. Die neue Map im wunderschönen Australien. Sind ja auch australische Operator, die wir spielen. Und dann gucken wir uns das mal an. Secure Area spielen wir.
Warum auch immer. Hätte ja direkt Geisel spielen können. So, ich versuche mal direkt hier, mir den zu krallen. Zack, habe ich bekommen. Das ist die Dame mit den Fallen. Super Shotty, Smoke Grenade, Breach Charge, alles dabei. Ihr seht das hier, ne? Das haben wir ausgerüstet. Aber wir nehmen die Saw mit dem geilen Scope. Und dieses Scope ist wirklich Killer. Mir ist nur aufgefallen, dass bei den neuen Operatoren eine sehr reduzierte, oder ein sehr reduzierter Rückstoß ist. Ja, das werdet ihr jetzt auch sehen. Und ich zeige euch mal ganz kurz gleich, das neue Gadget mit den Fallen. Ist auf jeden Fall sehr geil. Bei Ash, ACOG, wir sehen ja, rest in peace. Los geht's. Das ist die neue Map. So sieht sie aus. Ja. Ziemlich, ziemlich, ziemlich nice. Und ist so zusammengewürfelt. Es gibt hier drei Komplexe. Ihr seht einmal, ne, Green, Yellow und ich glaube, das andere war Red oder Blue. Ja, ich weiß nicht mehr, welche Farbe das andere Haus hat. Also daran kann man sich schon mal ein bisschen orientieren für die Colts. Und, genau, ihr seht, hier sind die Wände auch grün, ne? Das hat Ubisoft bewusst so gemacht, was auch sehr gut ist. Sehr geil. So, jetzt ist die Frage, wo sind die Gegner? Zack. Ja, wenn das Video auf YouTube hochkommt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Däumchen da lasst und ihr euch noch mehr Rainbow Six Videos wünscht und eure Meinung mal in die Kommentare schreibt, was ihr von dem Update haltet. So sieht das neue Scope aus bei ihr, ja. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und ich zeige euch mal ganz kurz den Rückstoß. Oh, ich finde... Ja, 61 Schuss hast du in der Knarre. Aber du gehst halt, bist halt sehr langsam. Plus, dass du sehr langsam ins Scope gehst, ne? Aber es sieht schon geil aus, finde ich. Die Map, die hat schon was. Okay, achso, hier das Gadget, das zeige ich euch mal eben. Ja, vor allem sehr geil für Leute, die immer gerne aus dem Fenster springen. Wenn du da reinfällst, dann kriegst du 10 HP Schaden. Ja? Seht ihr, du hast gar keinen Rückstoß. Null. Hostile activity. Cease securing the container. Das ist überkrass. Ah! Friendly, last operator standing. Ach, oben. Ja, logisch. Da wurde der neue Operator vom neuen Operator getötet. Also, ne, die fallen. Auf dem Scope. Ja, nice! Na, holt er den Sieg hier. Also die Map ist schon geil. Gefällt mir sehr gut. Das war jetzt der Angreifer-Operator. Jetzt zeige ich euch noch den Verteidiger. Ja? Muss immer schnell sein. Und kleines Side-Gimmick, wenn eine Runde abgeschlossen ist, dann hört ihr auch wunderschöne Musik. Wir haben einmal hier eine Kommando 9 und eine P10 Roni plus eine Super Shorty und eine SDP 9mm sowie Nitro-Handy und eben Stacheldraht bzw. Draht vom Boden. Und mit diesem Operator können wir Drohnen gefangen nehmen und diese dann steuern. Hier drauf haben wir ein Red Dot Scope, ja, Kompensatorgriff. Ja, das ist das Setup. Confirm. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, der Typ. So, so sieht meine Knarre aus. Ja, sieht Hammer aus. Und genau, ich kann jetzt an den Spots hier meine wunderschöne Falle platzieren. Zack, und wenn die Drohne jetzt da reinfährt, vielleicht sehen wir das ja, wenn die kommt. Ich mach das mal hier. Kannst du sie einfach in Gefangenschaft nehmen. Aber noch ist keine reingefahren. Das ist natürlich umso geiler, wenn du nicht möchtest, dass Drohnen den Raum stürmen, aber tatsächlich kommt gerade gar keine. Wir gucken mal, vielleicht haben wir Glück. Ah, ich habe jetzt gar keine Wände gesaved. Alles klar, die rennen hier gleich wieder, die machen wieder den Roamer. Warte mal, ich probiere das mal woanders. Und tatsächlich hier lang. So, auch hier der Rückstoß, guck mal, der ist, ja. Musik. Hammer.
Aber vielleicht haben wir Glück und hier kommt eine Drohne rein. Das wäre eigentlich zu cool, um euch das zu zeigen, aber... Oh, tatsächlich haben wir eine gekriegt. Hier, wir haben eine gecatcht. Guck mal. Da ist sie. Seht ihr? Wir haben die Twitch-Drohne... Ah, fuck! Ich war auf die Drohne fokussiert. Aber die Twitch-Drohne ist reingefahren und die könnten wir jetzt eigentlich fernsteuern, glaube ich. Warte mal. Nee, leider nicht. Oder? Warte mal, wo ist die? Die liegt in meinem Auge, geil. Friendly, last operator standing. Ja, gib ihn, Junge, gib ihn! Hol sie dir! Komm, die kommen alle von einer Seite! Ja, sicher! Räum auf, Bro! Ah, schade. Ja, gut. Ich wollte eigentlich das zeigen und dann habe ich es leider verkackt, weil dann kam in dem Moment der Gegner um die Ecke geschlichen, weil ich mich so darauf fokussiert habe, aber schade. Egal, dafür kann ich euch nochmal den Angreifer zeigen, ist doch cool. Da können wir vielleicht mal die Waffe wechseln, das ist doch geil. Ich muss so Glück haben, dass ich die jetzt kriege. Zack. Zack, nice. So, nehmen wir mal die F90, da haben wir drauf ein ACOG-Visier. Wir haben einen Kompensator, einen Griff, eine Super Shorty wieder dabei, ne? Oder die Waffe und eine Smoke Grenade oder eine Breaching Charge. Ja. Nur Mosi selber kann die Drohnen auch steuern, das ist richtig, Leute. Das ist vollkommen richtig. 100%. Und ich finde es geil, dass Ubisoft Rainbow Six immer weiterentwickelt und ich bin ja sowieso einer, ich zocke das inzwischen jeden Tag auf meinem Twitch-Kanal Heideltraut, also wenn ihr gerne vorbeikommen möchtet, lasst ein Follow da oder ne, auf YouTube werden auch bestimmt bald wieder Folgen kommen, ich würde mich freuen, wenn ihr auch da ein Follow da lasst und ein Däumchen hochlassen auf jeden Fall auf das Video, wäre mega cool. So, jetzt seht ihr, hier ist ne, das Yellow-Gebäude und bald sollte das Ganze auch auf den Live-Servern kommen, plus die Tatsache, dass wir dann hoffentlich das neue Rank-System kriegen, welches ja mit dem Pick-and-Bun-System und so weiter, welches jetzt von Ubisoft getestet wurde. Außerdem sollte man nach Pro-League-Regeln spielen, so wie ich das verstanden habe. Und Ubisoft hat auch schon angekündigt, dass sie für die Season 4 sehr viel planen. Also es soll sehr viele Map-Reworks geben, unter anderem Theme Park, Kanal und die andere Map fällt mir gerade nicht ein. Soll auf jeden Fall überarbeitet werden. Ja. Da wird einiges gemacht. Einiges gemacht. Oh Mann, ich liebe Spawnkiller. Geil. Schade, Leute. Aber das gehört dazu. So, dann gucken wir uns jetzt mal an, wie die Mates hier spielen. Und sich ein bisschen die Map können wir uns ja mal anschauen. Also weit und breit gar nichts zu sehen. Ja, das Outback ist da. Tralala. Hier das rote Dach. Also, ne, die Gebäude sind in Farben aufgeteilt. Rot, Grün und Gelb. Und daran könnt ihr euch orientieren und könnt schauen, okay, ne, in welchem Haus sind die oder wie die Calls, wie ihr die gebt, mega geil gemacht, also sehr gut durchdacht. Ich hoffe, dass das eine Karte ist, die dann auch länger im Ranked Pool bleibt und nicht wieder in den Casual Pool rutscht, weil das Ding ist halt, Ubisoft hat sehr viele geile Karten gemacht. Ich fand zum Beispiel auch Tower ziemlich cool und so weiter, aber die haben die alle rausgenommen und nach überarbeiten die ja die Maps von Rainbow Six Siege. Um die dann wieder reinzubringen, aber bis die Map-Reworks durch sind, das wird ja natürlich ewig dauern noch. Ne? Achso, genau, danke, dass mir das gerade jemand in den Chat schreibt. Also die Rework-Maps sind Café, also das Café. Da gibt's auch schon Screenshots. Hello! Er kriegt sie nicht, doch, er kriegt sie. Wunderschön gemacht. Hat immer noch 2 Minuten Zeit. Und holt den nächsten auch noch, da werden die zu greedy. Zu gierig. Und da hat der Doc ihn wiedergeholt. Was eine Scheiße. Genau. Also, wir kriegen Kaffee überarbeitet, Kanal und Teampark. Ja. Ach, das war ein Teamkill. Geil. Das war ein Teamkill gerade, ne? Ist mir gar nicht aufgefallen. Der war wahrscheinlich sauer, weil er den Operator nicht bekommen hat. Hammer. Das ist casual. Und sowas soll eigentlich mehr bestraft werden, finde ich. Er hat immer noch 1 Minute 30 Zeit. Ja, er will den natürlich baiten jetzt, damit der Kollege den hinten wegholen kann. Und er schafft es tatsächlich. Alles klar. Alles klar. Exzellent gemacht. So, jetzt können wir aber nochmal den Angreifer spielen. Pass auf. Den Verteidiger. Jetzt kann ich euch nochmal mit den Drohnen zeigen, wenn ich denn darf. Es sei denn, ich werde wieder Team gekillt.
Die Rainbow Six Community ist so toxisch, was das betrifft, ne? Das ist echt traurig. Okay, er hat's gekriegt. Alles cool. Soll er spielen. Dann nehmen wir mal... Ach komm, wir machen mal hier eine Runde mit ihr. Ist eigentlich nicht mein Lieblingsoperator, aber kann man machen. Ne, warte mal. Na doch, noch nehmen wir. Living in a land down under. Ja. Er hat vollkommen recht. Der packt da die Flöte aus. ist Capitao already buffed hier? Das ist auch ein guter Punkt. Ja, Capitao soll ja gebufft werden, für zumindest seinen Feuerpfeil. Ja. Meine Leistung ist gerade exzellent. Ihr seht ja, 1-0-1-0-3. Ich habe auch immer eine Flöte bei mir liegen. Auf jeden Fall habe ich die dabei. Sogar zwei. So. Okay. Dann mal los. Yeah, I've been spotted. Schön, dass er seine Fähigkeit einsetzt. Hammer Typ auf jeden Fall. Der hat den Operator richtig gut verstanden. So, ich habe null Map-Kenntnisse. Wirklich null? Aber wir gucken mal. Vielleicht treffen wir ja irgendwas. Ich muss mir das mal angucken. Geil. Lol, was ist das denn? Hi. I got you. Op 4 has found the biohazard container. Alter, was machen die denn? Alter, wie schlecht. Was hast du für Teammates? Capitao ist epic now, okay? Ja. Aber es ging ja in dem Video eigentlich nur darum, oder in dem Teil euch zu zeigen, wie wunderschön diese Map ist. Ich finde die sehr cool, aber wie gesagt, man muss erst ein bisschen reinspielen. Zu den Operatoren kann ich sagen, ich finde die mega geil, aber man muss gucken, wie das in der Konstellation mit anderen Operatoren im Ranked funktionieren wird, wenn man sich auch untereinander abspricht. Wenn man hingeht und sagt, lass uns das mal eine Kombi machen mit Mule zum Beispiel, sehr krass auf jeden Fall. Bin sehr, sehr gespannt, was Ubisoft da uns da gemacht hat. Mule und die neuen Operator in Kombi, das könnte geil werden, oder? Wir werden sehen! Ich steuere die fremde Drohne! Wo seid ihr? Hallo! Na? Wo seid ihr? Wo sind die bösen Buben?